Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Modifikation vom Brudi TV. ja, hier auf Modbox. Wir schauen einfach mal rein. Wir haben hier nämlich was ganz Schickes. Boah, ihr seht schon. Ne? ja. Wir haben hier unter Geräte einen neuen Reiter, nämlich Brudi TV Logistik. Da schauen wir einfach mal rein. Hier vor den Spitzkargobus. Ne? Schmitz, Cargo Bull, richtig schönes Anhänger, Gerät, Gedöns. Ne? In einer Standardausführung mit 24 Kubik. Etwas Unrealistisches mit 500 Kubik. Wer mal fix irgendwie ein kleines bisschen was durch die Gegend transportieren muss. Zwinker. Und hier natürlich auch wieder die Map-Version. Dazu ist gesagt, die Brudi TV Map-Version. Bitte nur benutzen, wenn ihr auch auf einer Brudi TV Map fahrt, spielt, da die ansonsten Fehler generieren können. Die ist mit in dem Pack drin hier, in dem Cargo Bull Pack. Kann aber von allen, die auf einer normalen Map, sage ich jetzt mal, oder auf einer bei den anderen Map spielen, ignoriert werden. So, hier gehen wir jetzt mal rein. Hier schnappen wir uns mal den ganz normalen Standard mit 24 Kubik, 6 Tonnen schwer. Und natürlich 3-Achse-Ausführungen mit einer Liftachse. Übrigens auch bewegt ist das Thema nachher. So, hier können wir verändern. Heckreflektoren in Rot. Können wir auch gelb machen. Heck-Extra-Reflektoren, dann kriegen wir hier diese Vierecke dran. Schön, ne? Finde ich tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz cool. Seitenreflektoren in Silber, Gelb und Weiß. Wir nehmen sie jetzt natürlich auch in Gelb. Das passt natürlich nicht. Schmutzfänger-Bild haben wir einmal Cargo Bull. Und einmal den, also den, also den, ne, hier Cargo, Schmitz Cargo Bull draufstehen. Und hier Cargo Bull, den Bullnall. Dann einmal überholen. Und wieder auf nichts. Die Muldenaufschrift haben wir jetzt so natürlich blanko. Da haben wir Werbung von Brudi TV, dem Bauhof Stani, von dem also der Mod übrigens auch gebaut wurde. Also der ist mit Brudi TV, Leute. der Stani. Dann haben wir ein Schmitz Cargo Bull Design. Ein weiteres Cargo Bull Design, was nicht so groß ist, auffällig, sag ich mal. Und das normale kleine Spitzlogo. Natürlich auch. Wir nehmen einfach mal das ganz normale. Wir nehmen einfach mal die Brudi TV Werbung. Ne? Heute ist der Bescheid. Hier seht ihr Discord Brudi TV. Da könnt ihr hingehen, da kriegt ihr die Mod. Und auch ein paar andere natürlich. Schaut da gerne rein. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Heckaufschrift haben wir natürlich auch noch einmal den Bauhof Stani. Finde ich übrigens sehr geil. Diese Version. Das ist echt geil. Halt, stopp, da unten waren wir. Genau, dann Schmitz groß, Schmitz klein und Schmitz an der Seite. Was ich persönlich auch ganz cool finde. So, rundum leuchten, hinten natürlich LED oder halt Halogen. Da lassen wir die natürlich auch mal auf LED. Warnschilder. Mal hier hinten natürlich das Abfallzeichen. Abfalltransport. Wir lassen das jetzt einfach mal drin. Abdeckung, ja, nein. Natürlich machen wir mit Abdeckung, ne? Weil wir wissen, alles, was vom Winde verweht werden kann, muss abgedeckt werden. Die Achsenhöhe können wir jetzt hier auch noch bestimmen. Bedeutet der Abstand hier zwischen den Radläufen und der oder Radmitte, natürlich, der kann verändert werden. Standard Radkasten, tiefer Radkasten, ne? Also sprich Straßenverkehr, dann mal, wenn es ein bisschen grober werden muss. Hauptfarben haben wir einige am Start. Ich würde... Okay, nee, das nehmen wir nicht. also man kann hier echt alles nehmen. Ihr seht es auch, das sind auch hier so richtig geile Farben, so schön matt. Beziehungsweise dann auch so seidenmattmäßig gibt es auch hier.
Also da bin ich ganz großer Fan von solchen Saturn-Sachen. Das sieht echt einfach geil aus. Das sieht echt geil aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Gestellfarbe kann man natürlich auch nochmal ändern. Das ist hier unten der Rahmen. Warte, ich mache den mal, damit man das auch schön sieht. So, ebenfalls in Saturn. Die Abdeckungsfarbe. Genau, weil ich mir jetzt nicht sicher. Das müsste ja eigentlich genau oben. Schöne Abdeckung gewesen sein. Und natürlich können wir die Felgenfarbe auch in jeglichen Variationen ändern. Kennzeichen. Ja gut, kennt jeder. Ist mal Bescheid. Hängt dann hier hinten dran. Und ja, das Ding, das schnappen wir uns jetzt einfach mal. So, steht beim Händler. Jetzt brauchen wir natürlich noch LKW. Da habe ich jetzt. Also habe ich jetzt so nichts Besonderes. Ich nehme mir einfach den Standard-Lauf-Motor hier. Leistung rein. Fertig. So. Dann steigen wir mal ein. Benutzt werden kann das schöne Gerät natürlich in jeglicher normalen Form, wie alle anderen Muldenkipper auch. Dafür ist er da. Blinker funktionieren. Wunderbar. Die Rundumleuchte haben wir hier jetzt natürlich in der LED-Ausführung. Rückfahrstrahler. Funktionieren auch. Die Abdeckung, ihr habt es gerade gesehen, die Abdeckung, die geht nach vorne hin auf, die wird quasi nach vorne hin offen geschoben. Ne? So ist sie zu, so ist sie auf. So, jetzt fahren wir hier einmal ran. Natürlich ganz normal beladen. So, dann nehmen wir unseren Weizen. Und was muss man jetzt natürlich machen? Wir fahren natürlich keinen Asphalt mehr. Also klappen wir natürlich hinten das A zu. Ist ebenfalls möglich. Die Maussteuerung bzw. über das Gamepad mit RB, also jetzt Gamepad, Xbox, ne, RB und dann die den rechten Stick hin und her bewegen. So. Das funktioniert auch wunderbar. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Liftachse zu senken. Da seht ihr das. Die Liftachse geht runter. Ist natürlich klar, wenn er beladen ist, dann geht einen bestimmten Gewicht direkt so runter. Ich mache es jetzt noch einmal hoch, weil dieser Sound ist einfach mega geil. Hä? Ihr hört. Das ist schon nice. Das ist echt nice. Gut, alles klar. Abdeckung schließen. Wir fahren weiter. Licht geht natürlich auch ringsherum. Ganz normal. Hier auch schön mit den Seitenpositionsleuchten. Wirklich sehr schön gemacht. Auch hinten die Umrissleuchten natürlich auch vorne. Am Trailer wirklich wunderschön. Also jetzt fahren wir hier jetzt noch mal einmal ran. Da gucken wir nämlich auch wieder was Geiles. Kippen das Ganze mal aus. Und ihr seht schon, die Klappe hinten, die hat ein richtig geiles Verhalten. Es ist nicht so standardmäßig, dass sie so ganz normal aufgeht, wie jetzt bei den Standardanhängern, sondern die wippt halt eben wirklich. Wenn ich jetzt hier so ein Stückchen vorfahre, seht ihr das? Und ich kann sie natürlich auch knallen lassen, ne? Also ich kann wirklich so wie im Original, wenn ich es jetzt noch einmal hoch mache. Kann ich eine wie in echt. Ja gut, jetzt geht der Motor natürlich aus. Ich bin zu schnell. Jetzt kann ich eine wie in echt halt einmal vorziehen. Und ihr seht, wie schön die da hin und her wippt. Und dann natürlich auch einmal knallen lassen. Das ist schon mega geil, diese Physik. Ihr seht es auch, der ganze Trailer, der bewegt sich dabei einmal. Weil diese Klappe, die wiegt natürlich ein bisschen was. Und das ist schon mega. Das ist echt mega. Also, wer diese Mod haben möchte, unten in der Videobeschreibung. Schaut ganz gerne bei BrudiTV auf dem Discord vorbei. Und
Ja, wir sehen uns bei der nächsten Mod. Macht's gut.